Royal Majesty King George encourages his subjects to consider settlement in the Bahamas. Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Rogue. Ich wollte ihn nur ausreden lassen, weil es so laut war im Hintergrund. Nicht, dass mir schon wieder irgendjemand hier die Anmoderation verkackt. Oder halt rein Starbuck. Dach. Checkt ihr das überhaupt? Soll ich die drauf programmieren, auf mich loszugehen, wenn sie unten steht? Ist mir eigentlich ziemlich scheißegal. Schleicher bleibt Schleicher. Ja. 10.000 Pfund auf der Bank. Nicht schlecht. Und wir wollten jetzt ein bisschen was erkunden. Und. Ja, ist da drüben gut. Dann kann ich mich jetzt um die Taverne kümmern in aller Ruhe. Dass wir hier das den unseren Bezirk erkunden können und dann, wenn es dann soweit ist, gehe ich zur nächsten Hauptmission mal wieder. Mein Vorgänger Cajon. Einfach eine Holzkiste. Und jetzt gibt es gleich wieder eine Schlägerei, weil der wieder Problemchen mit uns haben will. Hey, sagt er. Wer kommt noch her? Eh keine Chance gegen mich. Weg da. Weg da. Weg da. Da. Drauf auf den Tisch. Jawohl. Upsala. So, rein ins Gesicht. Weg mit dir. So. Und das war's. Schöne Musik. Und damit die fünfte Taverne freigeschaltet und den Erfolg dazu gekriegt, die Errungenschaft. Dann als nächstes wollte ich, und da hat es einen Bauplan, ja gut, dann gehe ich mir den natürlich auch holen für wieder irgendwas, irgendeine Elite baut, irgendeine Elite-Sache an der Morrigan. Muss ich zum Glück nicht hin. Und das mit dem Assassinen fangen, das lasse ich mal noch. Das ist mir noch. Bin ich nicht so Fan von. Nachdem es ja beim ersten Mal überragenderweise natürlich nicht funktioniert hat. So. Hat's noch ein Shanty. Schön. Damit haben wir den auch eingesackt. Und schon sind wir da. Für die Akina-Segel. Auch praktisch. Dann könnte ich mal gucken, ob ich die machen kann, was ich mal denke. Schon funktioniert. Und dann mal hier die Renovierung machen und auf den Aussichtspunkt hoch. Schatz irgendwo. Oben auf der Mauer vielleicht. Ja, die Taube, die kann mich auch ganz ehrlich machen. Ach, da ist ja die Schatztruhe. Ich hab sie gerade schon gesucht. So, dann können wir wohl den Leuchtturm wieder aufbauen. Das können wir machen. Dann kriegt man noch mehr Geld. Und damit wird das ganze Gebiet anscheinend renoviert. Oder zumindest der Turm halt. Und dann müssen wir nachher dringend mal auf irgendeine Bank. Um uns unser Geld abzuholen. Und dann gehen wir auch noch zur anderen Renovierung.
machen vielleicht noch einen Abstecher in den anderen Bezirk zu dem letzten Aussichtspunkt, der uns da noch fehlt. Und dann sieht es eigentlich schon ziemlich gut aus, dann könnten wir in der nächsten Hauptmission anfangen. Da hat es oben ein Fragment auf dem Dach, das will ich mir ganz gern holen. Die Frage ist, ob Shale es hinkriegt oder ob er sich wieder selber umbringt. Sieht ganz gut aus. So, ich meine, das hat funktioniert. Hat alles funktioniert, mal zur Abwechslung. Sehr schön. Im Hafen synchronisiert und da hat es schon mal zwei weiße Rauchfahnen. Hier waren wir schon, haben die Gang-Hauptquartiere eingenommen. Und da hat es eine Templer-Karte, die nehmen wir noch mit auf dem Weg hier rüber zu der Renovierung. Und dann würde ich sagen, fangen wir mit der Hauptmission an. Die wird uns hoffentlich nicht hier rüber führen. Und wenn, dann ist es wahrscheinlich auch nicht so schlimm, dass wir den Aussichtspunkt da drüben noch nicht haben. Auf jeden Fall hätte ich gerne die Templerkarte. Das Wohlstandsteil da oben ist mir eigentlich relativ egal. Dürfte ich mal bitte? Dankeschön. Warum liegt die hier? Das nenne ich Beute! Alles klar. So. Dann hier wieder raus aus dem Bezirk. Und dann in Richtung Hauptmission. Und kurz vor der Hauptmission ist ja dann noch die Renovierung, die ich gerne noch machen würde. Haben wir hier irgendwo noch ein Hauptquartier? Ja. Dann gehe ich, ach, da können wir sogar. Gut. Können wir eine Schnellreise hinmachen zu dem Templer-Hauptquartier und dann können wir uns da unser Geld holen, gucken, ob wir irgendwas upgraden können, neue Waffen kaufen, weiß der Geier. Das ganze Sache halt und ja. Da steht eine Truhe rum. Ach, das war das, das wir in der letzten Folge eingenommen haben. Da können wir zur Flotte, da können wir Geld einsammeln. Da können wir mal bei der Flotte reinschauen. Waren wir auch schon ein bisschen länger nicht mehr drin. Ruinöse Renette oder Renette, wahrscheinlich Renette, das Französische. Mal die Route sichern. Schlacht beginnen. Der Schurne wird als nächstes schießen und danach die Victoria und dann dürfte die Schlacht rum sein. Ach, die Victoria schießt zuerst. Alles klar. Was natürlich umso besser ist. Somit, dass auch diese Route nach Brest sicher ist. Bin ich so 6-mal noch reparieren. Und dann schicken wir einfach ein kleines Schiffchen los. Das reicht schon. Die ist zu 6. Kann dahin auslaufen. Ans Cap Français. Kann die Gracieuse auslaufen. Und nach Florida. Kann dann die Duke noch auslaufen. Und dann sind alle Schiffe wieder unterwegs. Und dann würde ich doch ganz gern trotzdem da rein, nur um zu gucken, ob ich noch was upgraden kann. Oder kann ich da überhaupt rein, zum was upgraden? Geht es hier überhaupt? Weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube nämlich nicht, ob ich das gerade richtig gesehen habe. Naja, egal. Auch nicht so wichtig. Dann gehen wir zur Renovierung und dann zur Hauptmission. Die Renovierung ist dann auch gleich hier um die Ecke und die Hauptmission direkt daneben. Wir sind bereit, gute Werke zu tun, werter Sir. Gut, ich auch. Damit
haben wir noch genug Ressourcen? Ja. Und können das auch noch renovieren. So. So. Und dann beginnt die nächste Hauptmission auch direkt hier. Haytham wartet auf uns. Der Raubüberfall. Es steht derzeit nicht gut. Die Assassinen können die Vorläuferschatulle in Gang setzen. Sie planen schon eine Expedition. Dann müssen wir sie aufhalten. Hope hat hunderte Männer. Und die Obrigkeit tut rein gar nichts. Was, wenn wir uns für sie ausgeben? Und ein so großes Verbrechen begehen, dass sie diese Briganten nicht mehr ignorieren können. Klingt nach einem guten Plan, Jack. Mach das. Ich muss wissen, wo die Assassinen stecken. Täusche ich mich, oder will er, dass wir Ärger anzetteln? So sieht's aus. Macht euch einen Spaß draus, Shay. Schnappt sie, Shay. Wir brauchen die Kleider. Du hast recht. Schneller! Komm schon! Ich bin zu jung zum Sterben! Schnell, du Idiot! Sonst sind wir beide tot! So, den einen haben wir. Gerade nur still, weil ich mich konzentrieren will. Komm schon, Jay. So, da haben wir auch den zweiten. Und können uns die Klamotten klauen. Wie der damit aussieht. Heben wir nicht erbärmliche Gauner ab? Nein. Ich heb das Niveau. Was ist das Ziel? Die Armeekasse. Wir müssen schnell sein. Ein Regiment ist bereits unterwegs zu dem Fort, wo die Münzen lagern. Toll. Sicher habt ihr einen Plan. Da sind viele Gefangene. Geht rein, hisst die Bandenfahne. Dann befreie ich sie. Ihr wollt Verbrecherpack befreien, das für die Assassinen arbeitet? Nun, wir müssen die Armee auf sie lenken, oder nicht? Denkt dran, ihr hisst die Fahne. Ich sorge für den Aufstand. Alles klar, wir dürfen wieder reinschleichen. Zwei Türschlösser knacken, jede Truhe hervorplündern. Tschüss. Na, Glückwunsch. Stop! I want to... I'll have you... Na, Glückwunsch, das könnte dauern. Und, auch vielleicht nicht ganz einfach werden. Kommt er denn her? Und der hin? Ja. Mit der Fahne muss ich ganz schnell sein, die Flaggen, die Truhen einzusacken. Ach so. Reißen wir dieses Fort ein, wenn ihr nicht den Sold! Überlass ihn nicht den Sold! Pack sie! Es sind zu viele! Lass mich hier rein. Das Tor gehört uns. 2 Minuten 20 Zeit. Zurück in die Zelle, Strolch. Ergebt euch jetzt oder sterbt! Wir weichen nicht zurück! Noch 2 Minuten Zeit, jetzt muss ich Gas geben.
Komm schon. Okay, so. Und dann noch rein. Hat hier noch eine Truhe. Ach, da hat es noch 4 Stück. Ja, die würde ich schon ganz gern mitnehmen. Hat's noch Munition. Shane nimmt. Ich würde schon gern alle Truhen mitnehmen. Aber Intruder! I need some help here! Ich hau jetzt ab. Mir wird's zu heiß hier, um ganz ehrlich zu sein. Ich fertilisiere mich mal ganz unauffällig. So. Zwar die optionalen Ziele leider nicht geschafft, aber ansonsten hat's cool funktioniert. Was ist denn hier passiert? Die Gefangenen, Sir. Sie wurden alle befreit. Es waren einfach zu viele. Na gut, wir müssen das in Ordnung bringen, stimmt's? Zeit, diesen Verbrechern das Handwerk zu legen. Es klappt, Jack. Mit ein bisschen Glück vernichtet die Armee die Briganten. Ich mache mir mein Glück. So, das hat ganz gut funktioniert. Die Mission, die optionalen Ziele nicht, aber die sind mir eigentlich auch ziemlich egal. Das hat zeitlich nicht gut funktioniert, glaube ich. Und wir sind jetzt hier unten. Die nächste Hauptmission ist da oben. Dann würde ich sagen, schnappen wir jetzt den Aussichtspunkt, machen dann eine Schnellreise hier hoch, schnappen uns noch die Taverne und gehen dann zur Hauptmission. Also wird es vielleicht diese Folge eher nichts mehr, aber das wäre, glaube ich, nicht so schlimm, zudem wir hatten jetzt hier unsere Action. Haben uns da durchgesprengt und die Truhen geschnappt und sind dann wieder abgehauen, sodass jetzt die britische Armee vielleicht auf Hopes Anhänger losgeht und uns die vom Hals schafft. Dass wir das Problem schon mal nicht mehr haben und Hope wird wahrscheinlich immer wütender auf uns, weil wir, das wird jetzt schon der zweite Plan, den wir ihr kaputt machen quasi, ihr durchkreuzen und es wird, glaube ich mal, nicht der letzte sein. Würde ich jetzt mal schätzen. Wir sind wieder in unserer Fabrik, wo wir vor ein paar Folgen mal alles auseinandergesprengt haben. Und hier ist sehr schön hochgeklettert. Und müssen jetzt hier auf die Säule drauf. Beherzter Griff nach oben. Und schon sind wir ganz oben und können synchronisieren und haben damit da auch alle Aussichtspunkte in dem Bezirk. Was einfach praktisch ist, wenn die Karte komplett aufgedeckt ist, dann weiß man eben, wie die Map da aussieht. So, damit haben wir das. Oh, da ist auch noch eine gesperrte Taverne. Dann gehe ich erst dahin und dann da hoch. Ja, eh alles in die gleiche Richtung. Da ist schon wieder irgendein Schleicher um die Ecke. Und eine Templerkarte liegt da vorne irgendwo. Von oben, hey. Aha. Was? Da kommt wieder einer von oben, Alter. Das ist wieder so eine Todesfalle. Kombination aus den zwei. Wenn er nämlich die erste nicht sieht und von der schon getroffen wird, dann kommt die zweite von oben. Dann ist man wieder tot und wir haben die nächste Schatzkarte gefunden. Also das ist echt so ein Krampf. Wenn da gleich zwei auf einmal kommen. Der Eingang zur Taverne ist auf der anderen Seite. Können wir uns wieder schöne Musik anhören.
dann ein paar Typen verkloppen. Und dann haben wir das auch schon wieder. Oh Mann. Charts it up from working the docks, lovey. Give us a kiss. Ich sag einfach mal nichts zu diesem Plakat, das da hängt. So. Drauf auf den Tisch. Mit dir. Ach man, ich wollte die Zivilisten gar nicht töten, deshalb ich Kopfgeldjäger am Hals. Die lagen halt im Weg rum. Das wollte ich gar nicht. Jetzt habe ich, glaube ich, noch mehr so Schleicher am Hals, wenn die Kopfgeldjäger so sind. Kann ich hier drin vielleicht wieder anonym werden, wenn ich hier irgendjemand besteche. Nö, sieht nicht so aus. Ich gehe einfach mal wieder. Geh doch mal bitte. Na, da wollte ich gar nicht rein. Aus dem Weg. Nämlich gerne wieder gehen. So. Wir können wieder raus. Durch das grausame Gesinge von der Frau nicht mehr im Ohr. Also ich persönlich fand es grausam. Und dann können wir hier eine Schnellreise hinmachen und uns dann um die nächste Taverne kümmern. Und dann geht's ab zur nächsten Hauptmission, die wir dann vielleicht noch anfangen. Mal schauen. Wir könnten aber auch noch hier einen Abstecher hinmachen. Und dann darüber und dann hier hin. So machen wir das auch erstmal. Er ist ja hier relativ nah, die Kirche da hinten. Und dann. Ich kümmere mich einfach mal gar nicht drum, wo hier so wieder so Kopfwelt so eine Schleicher ist oder weiß der Geil, wie die heißen. Ich habe immer noch nicht hundertprozentig, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich meine Schleicher, aber keine Ahnung. Bin mir gar nicht sicher. Da ist auch wohl eine Truhe. Genau. Nehmen wir die natürlich gleich mit auf den Weg nach oben. Der Aussichtspunkt stand da drüben. So, dann synchronisieren wir hier nochmal. Kriegen so immer mehr von der Karte mit. Da hinten ist noch schwarzer Rauch, da auch. Da sind noch also zwei. Da ist noch einer. Noch drei Gangverstecke, die wir noch nicht aufgehoben haben, nämlich das, das und das. Die anderen drei haben wir. Und jetzt geht's hier rüber zu der Taverne. Und dann zur Hauptmission. Ich gehe in die andere Richtung, also kann er da ruhig vor sich her flüstern. Das ist mir relativ egal. Da ist die Hauptmission, aber wir gehen erst zur Taverne. Und ja. Dann muss ich mal schauen, ob das zeitlich sich noch lohnt. Wahrscheinlich eher nicht. Jetzt nochmal eine neue Hauptmission anzufangen. Mal schauen. Ich nehme jetzt auch schon wieder 20 Minuten auf. Bis ich hier durch bin, sind es 21. Bis ich drüben bin, sind es 22. Und wenn ich dann
noch anfangen, dann wird der Part wieder 39 Minuten lang. Das will ich eigentlich vermeiden. Also wird es heute vielleicht ein bisschen kürzerer Part mal wieder. Mal wieder 22, 23 Minuten. So, jetzt reicht's. Damit haben wir die Taverne auch eingenommen oder zugänglich gemacht. 4 von 4 Tavernen haben wir damit zugänglich gemacht. Sehr schön, dann können wir jetzt immer in jede Taverne rein, um Crewmitglieder anzuheuern, falls wir es denn brauchen. Dazu nehmen wir das in Schnellkletterturm. Den nehmen wir auch mit nach oben. So. Und die Hauptmission ist da unten. Liebkosung von Stahl und Helfem hat hier kleine Problemchen mit so einem Widerstandstypi, gegen die wir gerade Problemchen haben. Und ich würde sagen, wir fangen dann aber erst im nächsten Part damit an. Bis dahin. Ciao, Leute.